So, hier das Röttler Schloss. Jetzt muss ich es nur noch erobern und meine Ben-Flagge hissen, statt der badischen Flagge. Und dann ist es meins. Haha! Mit großem Haufen Steine. Ja. Das der erste Anblick vom Röttler Schloss, wenn man vom Westweg angelatscht kommt. Weitere Impressionen folgen. Na, herzlich willkommen im Röttler Schloss. Also, Burg Rötteln heißt das Ding, glaube ich, offiziell. Ich war hier als Kind schon oft und deswegen kenne ich das nur als Röttler Schloss, was die Einheimischen sagen. Mein Onkel wohnt hier gleich ums Eck und deswegen, wie gesagt, für mich das Röttler Schloss. Folgendes. Man darf hier leider nicht mit Stativ filmen und auch nur zu privaten Zwecken. Gut, dass mein YouTube-Kanal nicht monetarisiert ist. Die unterscheiden auf ihrem entsprechenden Schild, nämlich private und gewerbliche Zwecke. Und ja, da ich kein gewerblicher Zweck bin, hoffe ich, dass das noch als privater Zweck eben entsprechend durchgeht. Ist natürlich wieder eine Grauzone, aber dafür filme ich auch wirklich ohne Stativ, ne? Also das soll man nämlich auch nicht. Immer schön brav sein. Was wir hier haben, ist jetzt der Zugang zur Oberburg. Die Unterburg gucke ich mir nachher noch an. Bemerkenswert ist, dass hier das ganze Torhaus nahezu, auf jeden Fall in einem sehr, 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 sehr guten Zustand entsprechend erhalten ist. Man kann hier wunderbar sehen, die entsprechenden Schießscharten, mit denen hier von innen das Torhaus bewacht wurde. Dass hier eine Brücke hingehört, ist auch historisch. Der Graben, der dazu gehört, da möchte ich jetzt nicht nochmal hin. Ich habe ja Höhenangst, wie ihr wisst. War schon schwer genug, darüber zu marschieren. ist ursprünglich auch noch mal deutlich tiefer gewesen. Der ist jetzt schon tief genug. Und das da links hier, diese Tür, das ist ein Mannloch. Heißt, die konnte man separat aufmachen. Da hat er eine separate Hängebrücke, wohl scheinbar Zugbrücke rübergeführt. Für einzelne Leute, die halt eben raus wollten, rein wollten, wenn die Burg eigentlich per se zu war und das große Tor verschlossen. Denn durch ein einzelnes Mannloch kann eine Burg schlecht erobert werden. Da kann man ja jeden abmurksen, der da durchkommt, der zum Feind gehört. Und das relativ einfach. Insbesondere da hier nochmal sich ein entsprechend imposantes Tor befindet. Wäre also jemand jetzt durchs Mannloch reingekommen, dann hätte er hier vielleicht noch außen rumrennen können, aber da muss es auch mal irgendwie einen Wehrgang gegeben haben. Da oben wird es einen Wehrgang gegeben haben. Schauen wir uns noch an. Hier auch wieder entsprechende Schießscharten, wo man mit der Armbrust rausfeuern konnte. Sicherlich gab es auch die eine oder andere Option, von oben irgendwie noch Pech runter zu kippen und sonstige Späße. Also ein Erobern auf dem klassischen Wege irgendwie hier durch dieses Tor wäre sicherlich nicht möglich gewesen, außer mit irgendwie List und Tücke und Ähnlichem, was in diese Richtung geht. Ja, jetzt drehe ich mich mal spaßeshalber um und wir sehen diesen schönen Gang hier, der in das Innere der Burg führt. Was mich da erwartet, weiß ich auch nicht mehr so genau. Es ist wirklich viele Jahre her, dass ich zuletzt hier war, auch wenn es als Kind eben häufiger der Fall gewesen ist. Die Burg kostet ein bisschen Eintritt, 2,50 Euro für Erwachsene. Das ist sie auf jeden Fall unbedingt absolut wert. Demzufolge finde ich das überhaupt nicht schlimm, dass das so ist. Hier kann man auch immer schön diese Löcher von den Balken sehen, die wahrscheinlich eben Stabilisierungsbalken waren, um auch dieses Tor entsprechend nied- und nagelfest verschließen zu können. Da vorne sieht man ja auch nochmal das andere Tor und das hier sind wahrscheinlich nur so irgendwelche Fensterchen. Hier oben drüber wird es mit Sicherheit auch nochmal, ja, wie man anhand der Fenster erkennen kann, mindestens noch 2 Stockwerke gegeben haben. Insgesamt eine sehr hohe Anlage, die Vorburg. Gucken wir uns noch an. Jetzt erstmal, wie gesagt, eben den höheren Teil. Da ich ja ursprünglich hier bin, ne, weil ich auf dem Westweg rumgelatscht bin, den Rest vom Westweg, heißt das jetzt, ich bin jetzt nicht wirklich auf Burgbesichtigung vorbereitet, habe mich also jetzt auch nicht vorher groß schlau gemacht über die Burg und werde jetzt einfach mal kommentieren, was ich hier so finde, so ganz spontan. Näheres zur Geschichte und so weiter findet ihr sicherlich auch so im Internet und wenn nicht, einfach mal herkommen, im kleinen Burgmuseum stöbern. Da gibt es jede Menge tolle Informationen in dieser Richtung. Ich habe mir auch ein bisschen was mitgenommen zu lesen, aber das dann halt eben für ein andermal. Ich will hier auch irgendwann wieder weg. Ich möchte langsam mal wieder gerne. Gut, dann halt bei miesen Lichtverhältnissen. So ein Keller war wichtig für Burgen, weil wenn die belagert wurden, musste man ja entsprechend lange Vorräte
eingelagert haben, also lange reichende Vorräte, damit man die Belagerung auch überstanden hat. Und dafür gab es dann entsprechende Vorratskeller. Bei diesem Ding hier ist zu bemerken, dass die Decke wahrscheinlich jüngeren Datums ist und es ursprünglich eine Balkendecke gegeben hat, dass dieses Tonnengewölbe dann eingesetzt wurde. Das ist wohl jünger und das hier wird wohl unter anderem der Weinkeller gewesen sein, so wie ich das jetzt gerade gelesen habe. Ja, haben wir gesehen. Also ihr, ich gucke mich noch ein bisschen um und dann gehe ich weiter. Ich habe den oberen Burghof gefunden. Hier gibt es zunächst einmal, wenn man hier reinkommt und links abbiegt, die bemerkenswerte Eigenschaft dieser Burg, dass sie über zwei Türme zu verfügen scheint. Einmal der hier und einmal das da hinten, das ist der Bergfried. Das hier ist ein sogenannter Giller. Das ist ein zusätzlicher Verteidigungsturm gewesen zum Bewachen des Torhauses. Also der befindet sich jetzt direkt neben dem Torhaus, das wir schon gesehen haben. Und man könnte theoretisch von oben von diesem Turm raus, aus den entsprechenden Schießscharten, die auch vermutlich in die richtige Richtung noch ein paar mehr aufweist, eben auch den Zugang der Burg entsprechend beschießen und von oben runter entsprechend auch. Der ursprüngliche Giller war wohl erheblich tiefer. Man hat da noch ein bisschen was draufgesetzt, nachträglich. Auch die Zinnen oben sind noch relativ vergleichsweise jüngeren Datums, soweit ich das jetzt hier recherchieren konnte. Und dann ist noch ganz bemerkenswert, da in der Ferne der Burgbrunnen, den möchte ich jetzt nicht weiter auf die Kamera nehmen, weil man da sonst zu viele Leute sieht. Und dieses Ding. Kommen wir erstmal zu diesem Ding. Dieses Ding ist vermutlich in irgendeiner Form eine Art Treppenhaus, ein zusätzlicher Zugang zum Torhaus vielleicht, weil um das Torhaus herum ja auch so ein kleiner Weg die Burg entlang geführt hat. Ich vermute mal, dass der dann irgendwie mal hier hochgeführt haben wird. Kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen. Es sieht aber doch verdächtig nach einem Treppenhaus aus, weil ich wüsste nicht, was es sonst sein sollte. Die sind ja oft so turmförmig, also sprich eine Wendeltreppenanlage. So, jetzt nochmal zu diesem Teil hier. Dieses hier, ne, das ist also logischerweise erstmal ein Brunnen, aber das Interessante dabei ist, dass es sich dabei um eine Filterzisterne handelt. Das wiederum ist dann was, was nur in wenigen Burgen vorkommt. Und zwar haben die sämtliches Oberflächenwasser, was hier eben auf die Burg aufgetroffen ist, versucht in eine Zisterne zu sammeln. Macht Sinn, weil so eine Burg hat logischerweise nicht irgendwo eine Quelle. Wo soll die herkommen? Die sitzt hier mitten auf einem Felsen. Also den Felsen so weit runter zu bohren, dass man unterhalb in dem Felsbereich irgendwo auf das Grundwasser stößt, ist selbst aus heutiger Sicht nahezu unmöglich. Demzufolge musste man eben auf eine Zisterne, also sprich ein Sammelwasserbehältnis, zurückgreifen. Und normalerweise führt das nicht unbedingt zu besonders gutem Wasser. Wer schon mal aus Zisternen auf irgendwelchen Wanderungen gesoffen hat, weiß, dass es auch nicht besonders lustig ist. Dieses Ding ist deswegen eine Filterzisterne, weil man das Wasser, was da eingeleitet wurde in die Zisterne, erst durch eine Schicht Sand und eine Schicht Kies, eine Schicht Sand und dann nochmal so ein bisschen einen Tonfilter mehr oder weniger hat durchlaufen lassen. Dann ist es erst in die eigentliche Zisterne, den sogenannten tiefen Brunnen, so nennt sich das Ding, reingeflossen und hatte damit für Zisternenwasser wohl eine außerordentlich gute Wasserqualität, was ich mir gut vorstellen kann, insbesondere die Tonfilterkomponente. Ist auch aus heutiger Sicht ein improvisierter Tonfilter, filtert sehr langsam, aber filtert absolut zuverlässig so ziemlich jeden Dreck aus dem Wasser raus. Ist unter den improvisierten Filtern vielleicht mit einer der besten. Jetzt fragt mich nicht, wie man den macht, das ist ein anderes Thema. Hier nochmal ein kleines Einflusslöchlein am Boden der Zisterne. Da kann man also sehen, dass das Oberflächenwasser dementsprechend da auch reingeflossen sein sollte. Ja, dieses Loch, in dem ich mich jetzt hier gerade befinde, ich habe es eben von oben mal so ein bisschen fotografiert, das habt ihr jetzt hoffentlich gesehen. Das ist ein weiterer Vorratskeller, vermutlich ja, für irgendwelche Nahrungsreserven, ist hier als Mühle ausgewiesen, dass man also vermutlich Korn gelagert und hier auch eben entsprechend gemahlt hat. Nähere Informationen dazu finde ich leider keine. Irgendwelche zusätzlichen Schilder gibt es nicht. Welche Bedeutung diese Versenkung im Boden hat, ist leider auch nirgendwo ausgewiesen, könnte aber auch mit der Mühlfunktion in irgendeiner Form in Verbindung stehen, dass man da vielleicht ja das quasi als Mühlschale verwendet hat oder ich weiß es nicht, ich kann da wirklich nur rumspekulieren. Was allerdings eindeutig ist, dass dieses Ding zweigestöckig gewesen ist, ne? Kann man hier schön sehen.
Also so viel kann ich dazu sagen, mehr aber auch nicht. So, hier befinde ich mich mit ziemlicher Sicherheit im Palas. Ich versuche den mal so gut das geht abzufilmen, ohne jetzt allzu viele Touristen hier drauf zu kriegen. Palas ist ja immer das Hauptgebäude, wo dann eben entsprechend auch Festivitäten ausgerichtet wurden. Und spontan würde ich fast meinen, dass hier hinten, ja, dass das da vielleicht durchaus der Zugang der Küche hätte sein können, weil der ja doch vergleichsweise klein ist. Hingegen dieser Zugang hier wahrscheinlich der Hauptzugang auch für die edlen Gäste gewesen ist. Was man bei Palästen relativ häufig sehen kann, sind solche entsprechenden Sitzflächen in den Fenstern, oft auch zum Burghof hingerichtet, dass halt die Gäste da dann eben entsprechend Platz nehmen konnten. Sieht man auch hier drüben nochmal schön bei dem Rest dieses Fensters und auch rechts kann man das nochmal ganz gut sehen. Wie gesagt, alles versucht, ohne möglichst viele Leute aufs Bild zu kriegen. Hier oben nochmal ganz hervorragend schön zu sehen mit diesen entsprechenden Sitzerkern. Ne? Da konnte dann das Burgfräulein Platz nehmen und sich entsprechend vom Minnesänger besingen lassen oder sonstige Spaßivitäten, die es halt damals so gab. Ne? Wie man hier auch nochmal ganz schön erkennen kann, haben wir mindestens eben dieses ebenerdige Stockwerk. Also das auf Höhe des inneren Burghofs, dann mindestens nochmal eins drauf und mindestens nochmal eins. Das kann man sicherlich irgendwo recherchieren, wie viele Stockwerke es insgesamt gewesen sind. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das oberste, was man hier baulich auf jeden Fall noch nachweisen kann, auch das letzte gewesen ist. Mir fehlt ein wenig in den ganzen Gemäuer der Kamin. Den kann man hier nicht ausmachen. Bemerkenswert ist nochmal dieses enorm große Fenster da. Das könnte auch eher ein Zugang gewesen sein, was dann vielleicht noch auf eine Außentreppe bzw. draußen nochmal ein Gebäude hindeuten würde, da man da draußen aber überhaupt keine Hinweise diesbezüglicher Art findet. Vielleicht eine Art Balkon oder irgendwie so, was ich schaue nachher draußen nochmal nach. Und hier kann man auch nochmal ganz schön eben diesen zusätzlichen Verteidigungsturm, der nicht der Bergfried ist, entsprechend erkennen. Ja, aber Kamin, wie gesagt, ich suche ihn vergeblich. Vielleicht gehört er auch zu dem Teil der Mauer, der inzwischen weggebrochen ist. Kann auch sein. Ich bin jetzt das kleine Treppchen Richtung das, was ich als Küchentreppe bezeichnet habe, runtermarschiert. Was man findet, ist auf jeden Fall hier nochmal ein entsprechendes Prunkfenster, dass es sich hier bei den oberen Stockwerken dieses Bereichs um die Küche handelt, kann also schon mal ausgeschlossen werden. Verdächtig ist aber ein direkter Zugang zum Keller. Demzufolge wäre hier in diesem unteren Bereich auf Höhe dieses Fensters mit entsprechend der Höhe dieser Decke, die es hier offensichtlich mal gegeben hat, eine Küche durchaus möglicherweise vorstellbar, wenn wir halt eben im Hinterkopf behalten, das Essen muss relativ schnell zum Palas geliefert werden, sonst wird es nämlich kalt. So eine Burg war schon immer relativ zugig. Das heißt, ja, denkbar wäre das schon, dass das hier dann vielleicht möglicherweise einfach ein Wohngemach einer überaus wichtigen Person eventuell sein könnte. Ja, ist ganz interessant. Für das Wohngemach-Theorie spricht dann nochmal, dass es hier nochmal eine separate Tür, durchaus eine ziemlich schön gemauerte Tür, eben in die oberen Bereiche gibt. Das heißt, das muss auch irgendwie von außen erreichbar gewesen sein, ohne halt eben diese untere Tür hier verwenden zu müssen. Weil das da ist, wie gesagt, definitiv eine Tür und kein Fenster. Steht auf dem Plan, leider nicht drauf, um was für einen Raum es sich hier handelt. Das Update, nachdem ich nochmal nachgelesen habe, also wieder hier mit dem prunkvollen Fenster, hatte richtig vermutet. Ich stehe hier in der Küche, das hier ist der sogenannte Zwischenbau, das hier oben war auf jeden Fall ein Wohngemach und der Rittersaal, also der große Saal, in dem ich mich eben befunden habe, wo ich spekuliert habe, ob der Bau mindestens dreigeschossig gewesen ist oder noch höher. Er war dreigeschossig, er war ursprünglich wohl nur mal zweigeschossig und der oberste Teil, den man hier jetzt nochmal sehen kann, also diese wirklich oberste, etwas abgesetzte Mauer, der wurde nachträglich auf den alten Palas, also das, wo ich eben drin war, und den neuen Palas, der ist eins weiter drüben, gucken wir uns gleich an, eben entsprechend nochmal oben drauf gesetzt, um da dann nochmal so einen Prunk, Ballsaal, Festsaal,
entsprechend einzurichten, um anzugeben. Ne? Rittersaal, eigentlich der normale Aufenthaltsraum der Burg, wenn man so möchte, wo man halt einfach eben entsprechend gespeist hat, wo man unter Gesellschaft war, wo man Leute empfangen hat, die irgendwas vom Obermotz wissen wollten. Und ja, aber nochmal, hier stehe ich in der Küche, oben drüber, wichtiges Schlafgemach von irgendwem, der was zu melden hatte. Und jetzt gehen wir nochmal rüber in den neuen Teil und das dritte Geschoss. Eben dadurch, dass es durchgehend ist, dass man das auch gut erkennen kann, dass das durchgängig sein muss, kann man auch sicher sein, dass es nachträglich zusammen mit dem neuen Bau wahrscheinlich dann auf den alten Bau aufgesetzt wurde, weil es gleichzeitig auch auf dem neuen Bau aufsitzt. Müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr hier seid. Sieht ganz interessant aus, wenn man sich so die Eckchen da mal ein bisschen anschaut. Aber allein hier an der Mauer können wir es ganz gut erkennen, gerade da, wo die Taube rumläuft, dass das durchgehend ist. Ne? Also diese Auflage für das obere Ding. Und der Bereich, in dem ich stehe und der hier links, deutlich unterschiedlichen Seiten gebaut wurden, kann das ja nur später aufgesetzt worden sein, eben das dritte Geschoss. Und das hier ist jetzt die Innenwand des sogenannten neuen Baus. Das ist jetzt quasi das mehr oder weniger rechteckige Gebilde, in dem ich mich hier befinde. Wir haben da oben wieder diesen Festsaal, der auf dem obersten Sims entlangläuft, der hier deshalb nur sehr schlecht zu erkennen ist, ist auch schlecht erhalten. Hier ist jetzt endlich mal der Kamin, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe, der sich aber nicht auf Höhe des obersten Stockwerks beginnt, sondern auf Höhe des mittleren Stockwerks offensichtlich anfängt. Ist ganz interessant, das heißt, dieser obere Prunksaal, der wurde nur mitbeheizt, wirklich Feuerle machen musste man unten und oben kam dann die Wärme wohl so an sich hoch. Was das genau für ein Gebäude da drüben ist, also was für ein Raum da drüben, außerhalb von dem hier, weiß ich nicht. Dass es sich jetzt hier bei diesem Bereich um den neuen Bau handelt, kann man ganz gut an den Fenstern erkennen, weil die halt schon gerade eben diese Fensterrahmen in Anführungszeichen besonders fein gearbeitet sind. Das ist noch original und das sieht man halt eben doch deutlich, dass das wahrscheinlich etwas jünger sein wird als im älteren Bauabschnitt. Und damit erklärt sich dann auch eben, dass das hier jetzt der junge Bau sein soll. Man beachte die badische Flagge. Ne? Wir sind hier nämlich auf der richtigen Seite vom Schwarzwald. Na, genau genommen sind wir am Ende vom Schwarzwald. Der hört hier nämlich schon länger, schon seit einem Tagesmarsch. Mehr oder weniger hört er hier auch schon auf. Taube. Ja, also ganz interessante Konstruktion. Irgendwas hiervon ist auch ein Klo, habe ich irgendwo gelesen. Ich kann es gerade allerdings nicht ganz zuordnen. Dieser zusätzliche Turm hier, das ist nochmal so ein Bonusturm, der relativ jung ist. Von 1471 ist das Ding. Also vergleichsweise jünger. Hatte man wohl noch zu viel Steine rumliegen und musste den noch unbedingt bauen. Dieses komplette Gebäude hier, von dem jetzt zugegebenerweise gar nicht mehr so viel zu erkennen ist, das ist die ehemalige Burgkapelle. Wir haben so gut wie nichts mehr übrig von dem Ding. Demzufolge kann man da auch nicht so viel zu sagen, außer hier oben sieht man nochmal schön die entsprechenden Löcher für die Balken, die es da auf jeden Fall gegeben haben muss. Wahrscheinlich war das Dach auch nochmal ein bisschen höher und deswegen war in irgendeiner Form zweigeschossig. Anders kann ich mir nicht erklären, warum da diese zusätzlichen dicken, fetten Balkenlöcher in der Wand eingebaut waren, wenn es nicht zweigeschossig gewesen sein soll. Da hinten ragt der Bergfried auf und dahinter ist die Burg dann auch irgendwann zu Ende. So, jetzt kommen die Bereiche, die mir ein bisschen schwer fallen, weil jetzt natürlich meine Höhenangst wieder zu Buche schlägt. Alle anderen Bereiche der Burg kann man jetzt nur erreichen über irgendwelche Treppen und sonstigen Objekte, die ich nicht so lustig finde. Und leider habe ich wie bisher auf dieser Tour kein menschliches Stativ bzw. eine Drohne mehr dabei, die ich da missbrauchen könnte, um eben in diesen Bereichen für mich zu filmen und das dann nachträglich zu kommentieren. Das heißt, ich muss mal gucken, inwieweit ich da hinkomme und das könnte ein kleines bisschen dauern. Das hier ist auf jeden Fall nochmal dieser nachträglich hinzugefügte Außenturm, in dem es sich ein beachtliches Vogelnest inzwischen befindet. Ich vermute mal, dass das denen hier gehört. Ne? Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Bemerkenswert. Die Holzbretter sind garantiert neueren Datums und hier kann man auch wieder diese relativ schönen Fensterchen erkennen. Dieser Turm wird also auch irgendwie eine Wohnfunktion in irgendeiner Form inne gehabt haben. Weil wenn das ein reiner Verteidigungsturm gewesen wäre, dann hätte der Schießscharten und nicht solche Fensterle. Hier ist jetzt etwas windig. Ich schleiche hier gerade um den Bergfried. Da oben ist er.
eigentlich nicht besonders spektakulär. Irgendwelche tollen Gebäude gibt es hier auch nicht. Das ist größtenteils wahrscheinlich alles Wehranlage. Der komplette Wall hier um den Bergfried drumherum ist durchsetzt mit verschiedenen Skischarten, verschiedener Größe, verschiedene schöne Modelle. Alles sehr interessant. Jetzt so zum Film nicht so spektakulär. Kommt her, schaut es euch selber an, investiert 2,50 Euro, schmeißt vielleicht noch 1 Euro in Spendenkessel. Schön die Burg selber angucken. Wirklich ein sehr schönes Exemplar. Lohnt sich. Die Aussicht vom Turm ist sicher grandios. Ich habe keine Ahnung. Wer es wissen will, muss eben entsprechend herkommen. Ich habe jetzt hier keine Werbekooperation mit dem Röttler Schloss laufen, aber ich möchte das wirklich von Herzen empfehlen. Ich finde die Burg sehr, sehr toll. Und hier haben wir auch die entsprechende Eibe, die über die Mauer ragt. Ich vermute, viel mehr gibt es jetzt für mich gar nicht zu sehen, weil auf den Turm traue ich mich hinten und vorne nicht. Also weder auf den einen noch auf den anderen. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch hier diesen Pfad entlang zu schreiten. Immer schön an der Mauer lang. Und wahrscheinlich würde ich mich da vorne dann der Aufstieg zum Turm erwarten. Und von dem halte ich mich eben fern. Deswegen schauen wir mal, ob ich noch was finde. Ansonsten ist das Video ziemlich bald vorbei. Hier nochmal eine kleine Kollektion von Skischarten. Also hier die da auf der Seite sehen genauso aus. Und unten kann man es noch ein bisschen erkennen. So, ja. Okay, und jetzt habe ich alles für Ben Erreichbare gesehen. Das bedeutet, Turm bleibt wirklich völlig aus. Da muss man schon über so eine Brückenkonstruktion, Leiternkonstruktion, was auch immer Konstruktion, muss man da schon hoch. Das ist mir schon zu viel. Das machen meine Nerven heute nicht mehr mit. Und deswegen hier nochmal ein kleiner Blick in den unteren Burghof. Also ein Teil davon. Nochmal ein kleiner Blick in den äußeren Bereich der Burg. Von da kommt man übrigens auch angelatscht, wenn man den Westweg entlang kommt. Und das muss euch jetzt reichen an Impressionen. Mehr gibt es von mir nicht. Ich wünsche einen schönen was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Und ich mache mich jetzt langsam aus dem Staub. Angriff!